Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kristall Edition. Letzte Folge haben wir den zweiten Orden geholt und jetzt werden wir hier mal in den Steineichenwald rein. Da sieht man es auch unten. Und müssen jetzt hier dem Kollegen helfen, den Porenta zurückzubringen. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Ja, da machen wir einen Schritt und schon haben wir das unheimliche Pokémon. Na, mal schauen. Ein Hut, naja gut. Das ist eine Eule. Hm. Aber egal. Wir sind natürlich so tapfer und werden hier durch den Wald streiten und das Porenta mit dem Zerschneider zurückholen. Werd erstmal gleich wieder ein neues Level. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir hier im Wald neues Pokémon. Also neues Pokémon, was wir eventuell dann ziehen nehmen. Das verschollene Pokémon. Quack. Und weg ist es. Ich gehe jetzt von der anderen Seite ran. Oder bin mir gar nicht sicher, wie ich jetzt Blutzug. Oh, die Augen. Nee, Blutzug will ich auch nicht haben. Blutzug ist uncool. So, das war's mit Blutzug. Wobei, ich kann, glaube ich, auch jetzt hier flüchten, weil die Erfahrung ist jetzt wirklich nicht so doll. Es rentiert sich eigentlich gar nicht. So, mal gucken, wie das jetzt hier war. Rum, ne? Ein Mirabla. Wollen wir Giflor mal ins Team nehmen? Was kann Giflor? Matschbombe, Megelsam, Stachelspruche. Ich weiß nicht. Gigasauger kann es, glaube ich, auch. Nee, ich habe eigentlich keinen großen Bock auf so einen Giflor. Ist jetzt nicht so mein Typ. Außer ihr wollt es jetzt unbedingt, aber dann müsst ihr mir das auch sagen. Porenta Quark. So. Quark. So, da haben wir Porenta zurückgebracht. Der andere ist auch schon da. Oh, lol. Ich drehe mich nur kurz und da kommt ein Pokémon. Mirabla. Du wirst zerstört. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben, aber ich denke mal so vor 3 Minuten circa. Dann, ja. Muss ja mal gucken, wie lange ich hier die Folge mache. Nicht, dass ich so eine krasse Überlänge mache. Ach nee, halt, ich wollte erst mit ihm reden. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Ja, scheiß doch. Ah, mein Porenta. Du hast es für uns gefunden? Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke. Wie kann ich dir danken? Ah, genau. Nimm dies. Und damit habe ich die VM1. Oh yeah. Diese VM enthält Zerschneider. Bringen Sie einem Pokémon bei, um kleinen Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden aus der Pokémon Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Aber das haben wir ja schon. So, jetzt müssen wir nur noch ein Pokémon fangen, was auch, ja, Zerschneider kann, ne? Enton. Enton hier im Wald, das ist neu, das weiß ich. Ich glaube, ich habe hier noch nie einen Enton gesehen. So, Kratzer. Also einen von Team werde ich auf jeden Fall nicht beibringen. Also einen von meinem Team werde ich keinen Zerschneider beibringen. Das wird jetzt hier schon, keine Ahnung, vor allem Sklave. Wobei ich glaube nicht hier, dass alle irgendwelche Attacken können. Also alle Attacken können. Mirabla? Kann Mirabla Zerschneider? Normalerweise schon, oder? Was ist, wenn ich Aquaklare einsetze? Überlebst du das oder bist du dann davon auch schon besiegt? Ist ja speziell und ist halt... Oh. Okay. Ist ein Volltreffer. Ja, ich versuch's mal zu fangen jetzt. Ich hoffe, ich habe noch so viele Pokebälle. Ja, gut, geht. So, ich hoffe, du bleibst drinne. Du wunderschönes Mirabla. Ich möchte dich doch so unbedingt haben. Dankeschön. Na, immer, ne? Immer schön zureden und so, dann bleibt es auch drin. Ne? Hätte ich mal bei Hard Gold machen sollen.
Tagsüber versteckt es sich in der kalten Erde, um die Sonne zu meiden. Es wächst im Mondschein. Ah, okay, cool. Wollen wir es einen Spitznamen geben? Ja, auch wenn wir das nicht großartig benutzen werden. Werden wir es... ja, wie nennen wir das denn? Ach genau, wir wollten das ja nach Abonnenten nennen. Ich guck mal eben schnell. Wobei, Mirabla werden wir nicht großartig benutzen. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt einen inaktiven Abonnenten nehmen. Und ja, wollen wir mal schauen eben. Ups. Erstmal mein Kanal. Ich sollte mir die Namen vorher aufschreiben. Da bleibt mir jetzt das hier mich erspart. Ich nenne ihn Blubberb. Blubberbla. Mal gucken. Passt das alles hier hin? Blubber. Ja, das H passt nicht, aber egal. Blubber. Oder heißt es nur Blubberbla? Ich gucke nochmal schnell nach. Ah ne, heißt nur Blubber. Ach so, ist eh kein H hinten dran. Also von daher. Aber gut, wir wollen ja alles richtig schreiben. Das L weg. Blubber. Und dann bla. So. Ende. Dann gucken wir mal, ob es jetzt auch zerschneiden kann. Und wenn nicht, dann werde ich es... Hm, wo sind denn? Da. Wenn nicht, dann werde ich es wahrscheinlich doch irgendwie benutzen. Hier ist zum... Ey, hier wird es alles automatisch angeordnet. Oder wollen wir Mirabla doch nehmen? Ah, ich weiß nicht. Nee, eigentlich habe ich keinen Bock auf Mirabla. Wir werden das jetzt einfach nur nehmen, damit wir Zerschneider einsetzen können. Und hier durch einen scheiß Volt kommen. Wieder ein Anton. Ich werde nachher auch noch meine Badass oh, ist überlebt. Kopfnuss beibringen lassen. Weil das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Attacke für den dritten Orden sein. Wobei, siehst du, Togepi müsste jetzt auch langsam schlüpfen. Der Steineichenwald ist so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann. Halte Ausschau nach verlorenen Gegenständen. Natürlich. Normalerweise, ups, schlüpft Togepi hier im Wald. Und dann kann ich es auch immer gleich Kopfnuss beibringen lassen. So mache ich das üblich sonst. Also sonst üblich. Heute wieder grammatikalisch voll im Arsch. Aber das habe ich ja immer. So. Oh, komm. Ich bin 12 Level über dir. Ich bin doppelt so hoch. Ich muss one-hitted werden. Scheiße. So. Was haben wir hier? X-Angriff. Na, ist wieder so ein Scheiß, was ich nicht benutze. Aber ich kann es ja auch verkaufen. Gibt es eigentlich in den... Weiß gar nicht, ob ich das in den kommenden Generationen schon mal irgendwann gesehen habe. Ein Paras. Das werden wir mit Grenze weghauen. Erfahrung ist Erfahrung, ne? Wir kassieren das jetzt einfach, damit Badass hier trotzdem noch vorher Level 20 wird. Aber wir haben da oben eh noch... Warte mal, Quatsch. Wir haben da oben genug Trainer, die wir besiegen können. Also werden wir jetzt hier einfach durchgehen, alle Pokémon-Kämpfe flüchten. So, vorher gehe ich aber hier rum. Und... Na, was jetzt? Ein Hot-Hot. So, erst hier rumgehen, Kopfnuss beibringen lassen und dann gehe ich weiter. Togepi wollte jetzt doch nicht schlüpfen. Weiß nicht, wie weit Togepi mittlerweile schon ist. Können ja mal nachgucken. Status. Es sind schon Laute zu hören. Es wird bald schlüpfen. Naja, gut. Ich denke mal, ich bin diesmal einfach zu schnell. Was ich mache, ist sehr zu Kopfnuss sein, um Bäume zu schütteln. Das macht Spaß. Probier es doch auch einmal. So. Ja, dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt eine Tame ist. Ich dachte, ihm das bringt er mir bei, aber das war dann doch nur in der vierten Generation so. Ja, so. Badass Kopfnuss.
soll ein vergessen werden, aber natürlich ist es so. Und einmal nicht zu schnell, Silberblick, was dabei? Kratzer kann eigentlich weg, ne? Ich werde aber einfach mal Silberblick wegmachen. So, und dann geht's auch schon weiter. So, welches Item haben wir hier? Ich weiß gar nicht mehr. Alles out, wenn ich ein Aether. Das nennt man Aether. Ich habe mich nämlich letztes Mal verbessern lassen. Und andere sprechen trotzdem anders aus. Aber das ist mega. So, nope, campen wollen wir nicht. Haben wir ja eben gesagt, wir wollen ja die Tränen nehmen. Oh, was ist denn hier? Schleich dich nicht an! Du hast ein Pokémon verjagt. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Aber okay. Käfersammler Dis. Was? Käfersammler Dis. Sis. Käfersammler Sis schickt Ladybug in den Kampf. Na. Weiß gar nicht, wie man den Namen jetzt ausspricht. Ob man das jetzt wie im Englischen so Sis. Ist Sis. Bam! So, das war's mit Ladybug. Alter, Kopf, das macht so krass Schaden, ne? Das kannst du mir glauben. Paras. Nö. Nicht auswechseln, aber noch ein Kopfnuss hinterher. Bam. Da war auch das Paras weg. Käfersammler Sis wurde besiegt. Dieses Pokémon habe ich noch nie zuvor gesehen. Mindset? Oder was? Ein Pokémon, das ich noch nie zuvor sah, fiel aus dem Baum, als ich Kopfnuss einsetzte. Ich sollte Kopfnuss auch an anderen Stellen einsetzen. Na komm, wir machen das jetzt auch einmal. Vielleicht kriegen wir da ein cooles Pokémon, was wir jetzt fangen können, um in unser Team aufzunehmen. Was könnte das sein? Tanzer ist da. Boah, Scaraborn wäre mal nice. Aber dafür müssen wir, glaube ich, zurückgehen. Hier haben wir es. Also ein Pokémon. Was ist das? Keine Ahnung. Ein Hothot, naja, klar. So langweilig. Aber Level 10. Das werden wir mal besiegen. Kopfnuss. Darm. Oh, 82 noch. Einmal machen wir noch. Nix, okay, dann nehmen wir einen anderen Baum. Und los. Nein, auch nichts. Nehmen wir den Baum hier. Also ein Pokémon möchte ich wenigstens noch haben. Oh, was ist denn hier los? Immer noch nichts. Ich nehme jetzt einfach mal denselben Baum. Ich glaube, der Wald will mich in der Runde verarschen. Immer noch nichts. Na, ein drittes Mal ist... Nimmer. Alle guten Dinge sind drei. Auch nichts. Gut, dann nehmen wir halt den Baum hier. Mirabla. Ja, ja, schon klar. Aber ich will nichts von dir. Also lass mich in Ruhe. So. Und jetzt machen wir hier nochmal dreimal. Und wenn dann doch nichts runterkommt, dann scheiß drauf. Geh mal weiter. Ich will jetzt hier auch nicht ganze Folge in den Wald verbringen und hier die Bäume schütteln. Na gut, dann halt nicht. Dum, 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 dum. Ein Anton. 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 Ich liebe das Anton von Misty. Das ist so genial. Komm, ein Versuch machen wir noch. Und das ist ein... Oh. Wer hätte es erwartet, Hothot? Kopfnuss und dann bist du voll weg und so und dann bin ich voll Level 20 und dann bin ich voll cool und so. Ja. Mhm. Oh yeah. So, 42 Angriffe haben wir mittlerweile schon. Läuft doch. Na, oh, ist doch nicht dein Ernst. Paras, ey. So. Nee, ich mach Flucht.
Ich verzeihe dir. Und du gibst mir hier... Ach nee, du warst es gar nicht. Hast du den Schrein gesehen, der dem Schutzpatron huldigt? Er wacht über den Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Naja, klar. Du gibst mir aber was. Oh, interessant. Du stellst eine Pokédex. Das muss schwierig sein, wenn du kein Pokémon triffst. Versuche es mit dieser TM. Sie enthält Lockduft. Benutze sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von dem Duft angezogen. Ja, das machen wir mal später. Nö, hier trainiere ich. Jo, und ich trainiere jetzt mit. Tim. Ein Rattefratze. Eine Ratte mit einer Fratze. Okay, der war jetzt schwach. Der war tief. Nee, flach sagt man, nicht tief. Ein flacher Witz. Jetzt wollte ich irgendeinen Reim machen, aber da drin bin ich auch ziemlich schlecht. So, Abidag. Wann erlernt er denn jetzt Eiszahn? Also, eigentlich hatte ich so eine Erinnerung, dass er recht früh Eiszahn schon erlernt. Aber anscheinend habe ich mich wohl getäuscht. Aber das Problem ist, wir brauchen ja ein Surfer-Pokémon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Badass Surfer beibringen will. Oder soll, nicht will. Und dann später halt zwei Wasserattacken hat. Einmal Surfer und Kaskade. Weil normalerweise ist er ja ein physisches Pokémon. Surfer ist eine spezielle Attacke. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein extra Pokémon vorholen soll. Beziehungsweise fangen soll. Oder ob ich das jetzt Badass beibringen soll. Weil normalerweise sollte er jetzt Eiszahn, Kaskade, Knirscher und irgendeinen anderen Attack am vierten Slot, was aber die Courage dienen soll. Siehste, Biss sollte er jetzt auch langsam erlernen. Ich glaube, das erlernt er sogar Level 21. Biss. Okay, ich auf. Ich höre ja schon auf. Hört auf, euch zu beschweren. Pokéfan. Mit einem Snubble. Ich weiß nicht, wie man sowas süß finden kann. Ohne Scheiß. Keine Ahnung. Hier, kriegst du eine Kopfnuss. Bam. In your face. Naja, dass du das überlebst, war ja klar. Nee. Eine Beere. Die dir aber überhaupt nichts bringt. Und tschüss. 175 Erfahrungen, ne? Noch was? Nö. Warum muss es auf diese Weise enden? Weil du es so wolltest. Keiner will meine Telefonnummer. Warum nicht? Was haben wir jetzt eigentlich schon für Telefonnummern im Dings? Nur Mama und Professor Lind. Hä? Normalerweise... Also die eine Olle da... Hä? Also das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Normalerweise weil wollten doch immer alle hier meine Telefonnummer. Bist du ein Trainer? Hast du Lust auf einen Übungskampf? Also die Olle, die das Nidoran hat da nach dem ersten Orden, nach Falk, die will doch normalerweise auch immer meine Nummer. Also da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass die meine Nummer haben. Wieso habe ich keine Nummer? Niemand hat bisher gefragt. Bis jetzt hätte ich glaube ich schon irgendwie 5 Nummern oder so. Sehr mysteriös. Was läuft da falsch? Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, ja. Vielleicht kennt ihr ja den Fehler. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Vielleicht habe ich es doch einfach die ganze Zeit weggedrückt. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht, nee. Ich hätte es eigentlich jetzt... Also ich würde mich ja daran erinnern, wenn die mich nach meiner Nummer fragen würden. Bei der Olle jetzt mit dem Nidoran, das weiß ich nicht mehr, ob die da jetzt nach meiner Nummer gefragt hat. Aber bei den anderen... Der Wanderer zum Beispiel, nachdem wir durch den Tunnel durch sind, vor dem zweiten Orden da, der fragt normalerweise auch nochmal nach meiner Nummer. Und der hat auf jeden Fall nicht gefragt. Egelsamen. Lol. Okay, Egelsamen wirkt also nicht in der ersten Runde, nachdem man es bepflanzt wurde. Auch gut zu wissen. Da, siehst du, wusste ich doch. Level 21 erlernt er bis. Ach, bin ich gut. Ich bin voll der Freak, Alter.
So, da werden wir jetzt Raserei. Ja, nehmen wir Kratzer weg, so. Supi. Damit wäre das. Und ich würde jetzt sagen, wir machen eine kleine Pause, denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.